Der Rat der EU überlegt, die Sparpolitik zu ändern. Gerade der Süden Europas leidet unter vielen Sparmaßnahmen. Welche Alternativen bleiben denn zu der europäischen Politik? Hier zeigt sich, dass sich Europa weiterhin teilt. Ja? Also alles Gerede vom einheitlichen Europa, jede Woche zeigt sich, dass das alles nicht stimmt. Denn der Süden will weiter Geld ausgeben, das sie selber nicht erwirtschaften. Und die Staaten im Norden wollen sparen und sagen, das Geld, das wir erwirtschaftet haben, soll man nicht hinausschmeißen. Das ist eine neue Bruchlinie, die sich in der Europäischen Union auftut, zu all den anderen vorhandenen Bruchlinien. Und daher ist es völlig illusorisch zu glauben, dass man mit diesen Finanzproblemen noch ein gemeinsames Europa erzwingen kann. Letztlich bleibt nichts anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass Wirtschaftswachstum in jenen Ländern hergestellt wird, die konsolidierte öffentliche Haushalte haben und daher nicht sich weiter verschulden müssen. Oder in jenen Ländern, die total verschuldet sind, durch ein Ausscheiden aus dem Euro eine neue Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird. Am Schluss sollen die Spekulanten und die Banken die Zeche zahlen und nicht die Steuerzahler. Das ist das Hauptcredo. Denn die Geldschöpfung und die Verschuldung der Länder und die falsche Beratung der Länder, das haben auch Banken, Institute und Finanzhaie zu verantworten. Und die müssen endlich zur Kasse gebeten werden, beziehungsweise auf ihrem Risiko sitzen bleiben. Wieso soll der Steuerzahler permanent deren Risiko übernehmen? Das ist überhaupt absolut nicht einzusehen. Der Euro, ist das nun ein Bankenprojekt oder doch eine Maßnahme, um Europa zu vereinigen? Das war eine gewollte, meiner Ansicht nach falsche Maßnahme, um am Schluss eine Einheitsstaatlichkeit zu erzwingen. Deswegen hat man auch Länder an Bord genommen, die in Wirklichkeit in diesem Euro gar nichts zu suchen hätten, weil sie einfach die Wirtschaftsleistung dafür nicht zusammenbringen. Ich glaube, dass es schief geht. Der Euro wird, und ich bin da in prominenter Gesellschaft, es gibt also sogar Nobelpreisträger, wie etwa der Herr Stiglitz, die davon ausgehen, dass der Euro Europa nicht zusammenführt, sondern auseinandertreibt, wenn nicht sogar in die Luft sprengt. Ja? Und davor warne ich schon die ganze Zeit. Ich habe schon vor 2 Jahren im Nationalrat gesagt, dass es ein völlig falscher Weg ist, Länder wie Griechenland mit derartigen Zahlungsströmen aufzufangen, sondern man hätte einem Land wie Griechenland den Gang in den Staatskonkurs empfehlen müssen. Den übrigens Griechenland, ich glaube, in den letzten 100 Jahren schon oder 150 Jahren schon mindestens 5-mal angemeldet hat. Also 5-mal in Staatskonkurs gegangen ist. Das wäre also für die Griechen nicht wirklich Neues gewesen. Und damit wären die Spekulanten auf ihren Forderungen sitzen geblieben. Und das hätte sich sehr rasch herumgesprochen. Und damit hätte der Finanzsektor sehr, sehr viel anders reagiert als jetzt, wo er sich darauf verlassen kann, dass am Schluss immer noch der europäische Steuerzahler, im Speziellen der deutsche, der österreichische, der finnische und der niederländische Steuerzahler tief in die Kasse greift. Und das ist deswegen falsch, weil schon die nächsten Kandidaten für den Bankrott drohen. Spanien, Portugal. Portugal ist immer noch nicht über den Berg. Italien und vor allem Frankreich. Frankreich wird mit Sicherheit, wenn die französischen Sozialisten so weiter das Geld rausschmeißen, wird mit Sicherheit zu einem riesigen Sorgenfall werden, den die Europäischen, selbst die Super-Europäer, nicht mehr erheben werden. Das, glaube ich, ist jedem klar. Wie konnte die Bankenlobby eigentlich so stark werden in Brüssel? Das ist schlicht nicht nur in Brüssel, die sind auch in den Staatskanzleien stark, weil die Finanzminister auf die Kreditvergaben der Banken angewiesen sind. Das heißt, mittlerweile sind die Staaten so verschuldet, dass die großen Bankhaie den Regierenden sagen, was sie zu tun haben und nicht mehr die Regierenden den Banken. Und daher müsste wieder versucht werden, den Bankensektor an die politische Kandare zu nehmen. Das würde bedeuten, dass man den Einlagenbereich und den Spekulationsbereich wieder trennt, wie das Roosevelt nach dem großen Börsenkrach der 20er Jahre gemacht hat. Das hat man leider alles abgeschafft, hat alles unter einer falsch verstandenen Liberalisierung aufgehoben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man müsste die Banken und auch den Finanzsektor, das heißt auch den Spekulantensektor, unter eine wirksame Kontrolle stellen. Das wäre eine europäische Aufgabe, aber genau das bringen sie nicht zusammen. Daher zeigen sie ja, dass diese EU nichts wert ist. Und der dritte Bereich ist, dass die Geldschöpfung wieder zum Staat kommt und nicht den Banken alleine überlassen bleibt. Und könnten die Mitgliedstaaten auch selbstständig sich aus dieser Bankenabhängigkeit befreien? Nur durch die Entschuldung ihrer öffentlichen Haushalte. Das ist der einzige Weg, wie sie aus diesem Würgegriff der Banken herauskommen.